Die Aufgabe: kompletter Abriss der Brücke bei der Anschlussstelle Bludenz-Bürs. Um 20 Uhr abends starten, morgens um 6 Uhr muss alles fertig und für den Verkehr frei sein. Dieser Herausforderung stellten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag die Arbeiter auf der Rheintal-Autobahn. Eine nicht ganz ungefährliche Aktion. Ganz speziell im Abbruchbereich ist das Gefahrenpotenzial sehr hoch. Wir probieren natürlich mit der ganzen Sicherheitsvorkehrung, sprich Schutzgitter, Sicherheitsabständen und so weiter, das Gefahrenpotenzial so gering als möglich zu halten. Physische Belastung ist in der Nacht ein bisschen größer als am Tag, aber grundsätzlich gilt sowieso im Abbruchbereich so vorsichtig als möglich zum Schaffen und zum Opfer zu gehen. Pünktlich um 20 Uhr fuhren die Bagger auf, um die Brücke abzutragen. Und in gut 2 Stunden war zumindest der erste Teil der Arbeit erledigt. Der Beton war schon hart von der Träger, es war relativ viel Eisen drin. Aber man hat sich gesehen, mit der Schere geht es ganz gut. Mit der Schremhammer braucht man auch noch Happen zu, dass man ein Loch hineinkriegt, dass die Schere einen Grip kriegt, dass die Schere zwickt. Aber ja, wir sind sehr zufrieden. Der zeitliche Druck spielt gerade bei so einem Projekt immer mit. Dass man da natürlich nicht weiß, wie gut geht, Hebemaschine funktioniert halt so, wie man es will. Es ist immer so, also wenn man so etwas macht. Und wenn man so eine Brücke abreißt, man weiß ja auch nicht. Man kann sich schon ein bisschen einteilen und man weiß schon fangen, wie schnell geht es und das bringt man her. In dieser Nacht hat aber alles funktioniert. Wir haben 22.22 Uhr. Ich schätze, dass wir da in 3 Stunden relativ gut ausschauen und dass der Verkehr von uns aus früher als geplant durchstarten kann. Diese 3 Stunden müssen nun noch genützt werden. Als nächstes muss aufgeräumt werden und hier gibt es einen genauen Plan. Alles muss an die richtige Stelle. Man muss die ganzen Hauptbestandteile trennen, sprich der Beton vom Eisen zum Trenner, das noch sortieren und in die jeweilige Recycling noch den zurück zum Führer, wie es die Norm verlangt. Und darum ist es jetzt eigentlich nicht nur ein Abbruch, sondern mehr Rückbau. Das ist eigentlich der richtige Begriff. Fast 100% des Abbruchmaterials kommen in Zukunft an anderen Stellen zum Einsatz. Wir recyceln eigentlich die ganze Brücke wieder, die wird wiederverwertet und wird wieder in der Schüttung, Straßenbau wieder verwendet. Der Frühverkehr konnte dann wie geplant fließen. Die Fertigstellung der neuen Anschlussstelle Bludenz-Bürs ist für Ende 2021 geplant.